Da wird hart geschafft. Ja, wir arbeiten natürlich in einem schwierigen Umfeld mit heißen Medien. Wir recyceln Stahl. Wir arbeiten in der Schwerindustrie. Das Spektrum ist wahnsinnig breit. Und natürlich auch nicht ohne Gefahr. Wir instruieren unsere Mitarbeiter regelmäßig auf die Gefahren. Es gibt ein Einarbeitungsprogramm mit Arbeitssicherheit. Es gibt ein Arbeitssicherheitsprogramm direkt vor Ort. Und trotzdem geschehen noch jeden Tag Kleinunfälle, Beinahunfälle und leider auch zum Teil Betriebsunfälle, die wir dann nehmen, um wieder zu lernen und das nächste Mal besser zu machen. Ziel, null Unfälle, ist erreichbar. Und das wollen wir mit dem Programm, das auferlegt ist, wirklich auch erreichen. An den Safety Days von der Stahl Gerlafingen AG werden während 4 Tagen 564 Mitarbeitende geschult. Der Belegschaft aufzeigen, wie wichtig das Arbeitssicherheit ist für Gesundheit, für Unversehrtheit. Auf der anderen Seite ist ein Bestandteil der Philosophie der Beltrame Group, dass wir einmal im Jahr so einen Tag einlegen oder zumindest mal wie bei uns hier in Stahl Gerlafingen 2 Stunden, wo wir die Leute wirklich vom Arbeitsplatz rausnehmen und auch mal Diskussionen führen können über das Thema. In einem von diesen 4 Workshops geht es um den Schlaganfall. Wie erkennt man den eigentlich? Ich kann das gebig ableiten vom Englischen «sei schnell», «be fast». Und zwar steht das B für Balance, also Gleichgewichtsstörungen, akut auftretende Gleichgewichtsstörungen, wo plötzlich jemand sich fühlt auf einem Karussell oder so. Dann das E steht für Eyes, also Augen, wenn jemand sagt, jetzt habe ich seit 10 Minuten gesehen, ich nicht mehr gut, verschwommen oder doppelt oder nur noch ein Auge, das ganz klar sieht. Das F steht für Face, also wenn jemand beim Auffordern, zum Beispiel beim Lächeln, einen hängenden Mundwinkel hat oder selber sagt, er spürt die Gesichtshälfte nicht mehr. Oder wie beim Zahnarzt, wenn man die Zähne macht und plötzlich das Wasser so rausläuft. Das sind so Zeichen für eben vom F-Face. Dann ein A-Arms, wenn plötzlich jemand sagt, er hat Kraftminderung und selber beim Händedrücken ja, nicht mehr kann kräftig zudrücken. Das ist ein Zeichen. Dann ein S-Speech, also wenn auffällt, dass die Sprache, die Aussprache komisch ist, anders. Andere Bezeichnungen plötzlich hat, lallend, nicht verständlich. Das ist auch ein Zeichen, für das ein Schlaganfall könnte sein. Aus T, also von dem Be Fast, steht für Zeit. Weil es pressiert 85% von allen von diesen Schlaganfall-Leuten sind eben wirklich Verschlüsse in den Gefäßen, die wir können mit einem Medikament auflösen können. Weißt du, so wie Kiemte, 15% sind Blutungen. Und genau die 85% wollen wir retten, aber die haben einfach nur ein gewisses Fenster, ein Zeitfenster zur Verfügung. 4,5 Stunden und das pressiert. Was soll man dann machen, wenn man einen Schlaganfall erkannt hat? Ja, sofort 144 anrufen. Je nach Betrieb haben die vielleicht eigene interne Betrieb- oder Notfallszenarien. Aber gerade bei diesem Schlaganfall da pressiert Zeit. Genau wegen diesem Läusenfenster. Und noch ganz wichtig zu wissen, nicht jedes Spital macht auch eine solche Läuse oder hat eine solche Abfolge. Es gibt diverse Stroke Units, und das ist aber nicht jedes Spital in der Schweiz so. Und die 144, die wissen auch, woher fahren genau mit diesen Leuten. Dass ausgerechnet das Thema Schlaganfall gewählt worden ist, hat natürlich seine Gründe. Weil das eine Sache ist, die nicht alltäglich ist, aber trotzdem die Gefahr für jeden besteht, egal ob jung oder alt. Und gerade in dem schwierigen Arbeitsumfeld, das wir hier haben in Stahl Gerlafingen, werden solche Fälle, wenn sie dann vorkommen sollten, recht schwer entdeckt. Und wir wollen natürlich gerade dort, weil die Hilfe wahnsinnig schnell erfolgen muss, jeden informieren und auch instruieren, darauf zu achten. Mehr zum Thema Schlaganfall und zu den Safety Days bei Stahl Gerlafingen lesen Sie auf safety-security.ch.